Guten Tag. Bonjour. Guten Tag. Hallo. Oh. Bonjour. Ja, einen schönen guten Tag allen miteinander. Herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor dem zweiten Pflichtspiel der Saison, das Pokalspiel in Düsseldorf gegen Uerdingen. Ich begrüße unseren Cheftrainer Lucien Favre und bitte um Ihre Fragen. Bitte schön. Tobias Jören von den Ruhrnachrichten. Herr Favre, es geht gegen Uerdingen, Drittligist, gespickt mit vielen Bundesligaspielern. Was erwarten Sie für einen Gegner und was erwarten Sie auch für ein Spiel? Was ist das erste Pokalspiel? Gegen eine Mannschaft, die viel erfahrene Spieler, eben gute Spieler, sind fast alte, sie sind Profi, aber sie waren auch mit den anderen Vereinen, Profiverein, Bundesliga auch, viel gespielt und es ist die Pika ein Pokalspiel. Wir müssen uns top vorbereiten. Eine Nachfrage noch? Anschlussfrage vielleicht, als Sie die Auslosung damals gesehen haben, dass es gegen Uerdingen geht, haben Sie sich gedacht, hätte auch ein bisschen besser für uns ausgehen können, die Auslosung? Boah, das vor ein Jahr, es war Greuther Fürth, ja, zweite Liga, jetzt dritte Liga, aber ich habe natürlich ein paar Spiele gesehen und das Niveau ist gut in dritte Liga in Deutschland. Sehr erfahrene Spieler, viele gute Spieler, auch junge, die sind ausgeliehen von XXX-Vereinen und so. Und sie werden sicher alles geben. Weitere Fragen? Matthias Schärf, Radio 91.2. Da fällt die Flasche runter. Herr Favre, in einer Woche fängt die Liga an. Es ist das zweite Pflichtspiel. Wie viel können Sie noch probieren in einem solchen Spiel gegen einen Drittligisten oder wie viel ist schon quasi fix für den Bundesliga-Start in einer Woche? Also wie viel können Sie noch probieren? Wie die Mannschaft spielt. Wie die Mannschaft spielt, wer spielt, also ist da noch Potenzial? Überhaupt nichts fix, weil wir müssen nicht vergessen, vor dem Spiel gegen Bayern war Hummels verletzt, Hazard verletzt, Brandt verletzt. Ja. Sie sind wieder da. Und wir werden sehen. Sowieso brauchen wir viele Spieler mit unserer Saison. Wir haben die Meisterschaft, Champions League und Pokal. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Und nein, es ist nicht viel. Wir müssen nicht vergessen, vor einem Jahr haben wir mit dieser Mannschaft angefangen. Diese Spieler waren nicht auf dem Platz, diese Spieler waren nicht auf dem Platz und plötzlich waren fast Stammspieler nachher auf dem Platz ab Ende September, Ende Oktober. Es kann schnell variieren, sehr, sehr schnell. Form oder Verletzung oder so. Oder System. Ja. Weitere Fragen? Tobias Jören. Mache ich munter weiter, stell die Frage nach dem Personal. Roman Bürki hat heute noch nicht wieder trainiert. Mhm. Die anderen Spieler, die zuletzt gefehlt haben, waren dabei. Können wir davon ausgehen, dass bis auf Roman Bürki alle fit sind? Ja, für Mats Hummels und Thorgan Hazard ist okay. Roman Bürki müssen wir warten, wahrscheinlich schwer. Und für Julian Brandt, er hat noch nicht einmal mit der Mannschaft trainiert. Wir werden sehen morgen, aber es ist nur ein Tag vor dem Spiel. Er kann morgen mit uns trainieren, aber es ist nur ein Tag. Ich denke. Ja. Bitte schön, wir gehen einmal zum Kamerapodest zu Sport 1. Herr Favre, ist Ihre zweite Sommervorbereitung. Wie weit ist Ihre Mannschaft vielleicht auch im Vergleich zum letzten Jahr, zum gleichen Zeitpunkt? Es ist schwer, klar, 100% zu sagen, wir sind weiter oder wir sind nicht weiter. So, wir haben insgesamt unser Best gemacht in die Vorbereitung, weil viele Spieler sind früher gekommen, 12 Spieler waren da. Eine Woche nachher waren alle Nationalspieler zurück, am 10. Juli. Wir haben 3 Tage hier gemacht, nachher nach USA geflogen, wieder zurück. Es war ein wenig eng, Trainingslager war, alles war ja,
ein wenig in der Eile, aber das ist so. Und für viele, viele Mannschaften in Europa, das ist gleich. Und ich denke, wir haben unser Best gemacht. Aber unsere Vorbereitung geht weiter. Das ist klar, wir müssen profitieren, dass wir jetzt ein Programm, ein Spiel pro Woche haben. Ob wir spielen Freitag in Köln, ist egal, aber wir haben eine gute Woche. Diese Woche war okay. Nachher, wir haben ein Spiel gegen Augsburg, wir haben eine normale Woche. Nachher wieder und nachher wieder vor Union Berlin. Wir haben eine normale Woche. Diese drei Wochen müssen wir profitieren, unsere wie sagt man, Vorbereitung ja, weiter zu machen. Weil es ist noch nicht fertig, ich denke, für viele Vereine. Und was nachher, es fängt an, du hast die Nationalmannschaft Pause, nachher die Champions League kommt dazu und nachher ist es anders, ein wenig anders. Aber insgesamt war ganz okay. Ja? Ausführliche Antwort. Ja, ich schaue noch mal in die Runde, ob es Fragen gibt. Es gibt noch eine Nachfrage von Sport 1 und dann gehen wir noch mal zu Matthias Schäff. Sie haben sich ja wahrscheinlich viele Spiele vom KFC Uerdingen angeschaut. Wie spielt diese Mannschaft denn? Was würden Sie sagen? Ja, wie gesagt, sie haben viele erfahrene Spieler. Die haben in die Bundesliga gespielt. Sie haben auch ein paar junge Spieler, die sind ausgeliehen. Und diese Mischung funktioniert sehr gut. Ich habe ein paar Spiele gesehen, natürlich, das ist ganz normal. Und ja, wir müssen uns ganz normal vorbereiten, weil es ist ein Pokalspiel. Und man weiß, sie sind in der Meisterschaft, sie haben schon 4 Spiele gemacht. Und ja. Matthias Schäff. Sie haben gerade gesagt, die Vorbereitung geht noch weiter. Sie haben ja auch nach dem Supercup gesagt, was Ihnen gut gefallen hat und was Ihnen noch nicht gut gefallen hat. Was erwarten Sie denn jetzt im nächsten Schritt von Ihrer Mannschaft in einem solchen Pokalspiel? Was muss die Mannschaft zeigen, um Sie in dem Moment zu überzeugen? Ja, aber sie hat mir seit langem überzeugt, die Mannschaft. Aber das ist ganz normal, dass wir ein paar Sachen verbessern müssen. Das ist für alle Mannschaft so. Und es ist zum Beispiel ein Pass mit einem Linksfuß statt einem Rechtsfuß und seine Schwerfuß besser nutzen manchmal. Das ist nötig, um das Spiel zu beschleunigen. Und das ist solche Sachen nur. Okay. Tobias Jürgen. Von mir ist es die letzte, versprochen. Am Samstag gegen die Bayern ist Mats Hummels ausgefallen und erster Ersatzmann am Samstag war Ömer Toprak. Der steht nach unseren Informationen kurz vor einem Wechsel zu Werder Bremen. Falls das so kommen sollte, hätten Sie in Dan Axel Sagadou, Leonardo Balerdi noch zwei sehr junge, gelernte Innenverteidiger. Würden Sie sich wünschen, dass Ömer Toprak vielleicht besser bleibt? Aber geschickt gefragt. Das muss man sagen. Er hat sehr gut gespielt gegen Bayern. Punkt. Gibt es weitere Fragen? Ja, bitteschön. Ja, jetzt ist Michael Zorc nicht da, deshalb frage ich mal bei Ihnen nach, Herr Favre. Wie haben Sie die Nummer von Patrick Orumuela und Norbert Dickel beim Testspiel gegen Udinese Calcio mitbekommen? Okay. Also wenn ich einmal was dazu da sagen darf, wir haben zu dieser Pressekonferenz hier eingeladen mit dem Thema KFC Uerdingen. Ich glaube, unsere Verantwortlichen haben sich geäußert. Es hat sich zu dem Thema inzwischen auch jeder geäußert. Patrick Uwomojela hat gestern noch ein persönliches Video eingesprochen. Die beiden haben sich übrigens auch schon am Tag nach dem Spiel geäußert, also am 28. Da gab es auch die ersten Medienanfragen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir jetzt an dieser Stelle, nachdem sich wirklich alle geäußert haben, glauben, dass von jedem alles gesagt ist. Ja, vielen Dank. Weitere Fragen. Harald Grundmann. Herr Favre, bei Uerdingen spielt ein bekennender BVB-Fan mit Kevin Großkreuz. Kennen Sie den Spieler? Und was halten Sie von Kevin und so seiner Haltung, das auch ganz offen? Super Erinnerung von Kevin Großkreuz. Und ich weiß, dass er damals da war und hat hier super gemacht.
Er spielt schon noch sehr, sehr gut. Er ist gefährlich geblieben bei seiner Flanke, seiner Überzahl und so. Und er ist ein Mentalität-Supermensch. Gute, alles Gute. Ich war damals in Gladbach oder so und es war immer, ja, es ist so geblieben. Sehr authentischer, guter Typ, finden wir alle. Stimmt. Ja. Ja, es scheint keine weiteren Fragen mehr zu geben. Dann bedanke ich mich bei der Runde und wir sehen uns am Freitag alle wieder in Düsseldorf. Bis dann. Tschüss. Merci. Au revoir.